Welcome to New York. Please follow us on a trip to the Big Apple. Hi Michelle, du bist der Geschäftsführer vom New York Grill. Seit wann gibt's denn den New York Grill, beziehungsweise gibt's eine Vorgeschichte zum New York Grill? Ja, der New York Grill, der existiert eigentlich hier seit 2007, aber das Lachenstüble schon seit 1967. Seit 1977 haben das meine Eltern damals geführt, als regionales Restaurant mit internationalen Weinen. Und wie gesagt, in 2007 hatte ich die große Chance, dieses Restaurant nach meinen Träumen und Wünschen umzubauen. Dadurch entstand der New York Grill, wie er jetzt heute vorzufinden ist. Was ist denn das Besondere für die Gäste, beziehungsweise das Besondere am New York Grill? Also unsere Live-Acts, die sind natürlich in verschiedenen Richtungen. Wir haben Live-Acts mit Musik aus den 50er Jahren bis hin zu aktuellen Sachen. Wir haben Künstler, die in der Region gut bekannt sind. Wir haben natürlich auch internationale Künstler. Die kommen teilweise aus USA, Kanada, Irland und verschiedenen anderen Ländern. Also für alle ist was geboten, von jung bis alt. Super. Du bietest also für die Gäste ein Rundumprogramm im New York-Style. Genau. Perfekt. Ja. Und wir bieten hier schon seit langer Zeit Steaks, dann Burger, Spare Ribs und verschiedene andere Dinge an und selbstverständlich auch schwäbische Gerichte. Und was erwartet die Leute, wenn sie jetzt hierher kommen? Also wir haben eine große Speisekarte, die täglich zur Verfügung steht. Dann haben wir Spezialitätenbuffets, All You Can Eat. Dann haben wir Spare Ribs Aktionen. Dann haben wir Aktionen mit XXL Gerichten. Wir haben natürlich auch Happy Hours und wir haben viele Live Events. Also begeistert die Gäste auch immer regelmäßig, wenn sie reinkommen, und versuchst immer wieder neue Ideen, kreativ zu sein und alles immer für die Gäste besonders zum Halten, ne? Genau, also und die vielen Live-Events, die zeichnen uns natürlich auch aus und die spiegeln auch das New York, diesen New York-Style auch wieder bei uns. Und wir haben natürlich Musik aus den 50er Jahren bis hin zu neuen Sachen, immer wieder was anderes für alle Altersklassen. Super, danke dir vielmals. Danke.